Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wie gesagt, auch hier hat es ein bisschen länger gedauert, bis das nächste Video nach dem Valentinstags-Event rausgekommen ist. Einfach weil ich nicht wirklich Zeit dazu hatte, weil ich einfach nur beschäftigt war, alle Sachen zu ändern und so weiter und so fort. Aber wir stehen ja noch in Oslo. Wir sitzen jetzt wieder im Mercedes Actros. Highspace? Ja. Mega Space, ach, whatever. Den wir halt noch wieder restaurieren müssen. Ja, 4 von 5 Sternen. Das ist ja einer von den Gebrauch-LKWs. Ich weiß gar nicht, ob ich nur den als Gebrauch-LKW geholt habe oder auch noch andere. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber wir schauen mal, wo die Reise von Oslo aus geht. Wir brauchen auf alle Fälle jede Menge Kohle. Das steht schon mal fest. Ja gut, weil es halt ein Streis, genau, Kreis, meine Güte, weil es Preisstrecken einheitmäßig halt besser ist. Oder? Ja, doch deutlich besser. 3 Euro pro Kilometer mehr. Fahren wir, würde ich sagen, eine Yacht von der Marina hier in Oslo nach GNT in Kristiansand, auch in Norwegen. Ist dann eine kürzere Fahrt, aber wird klar eingebracht und ja, machen wir das doch mal. Mal schauen, wie die Auftragslage dann in Kristiansand ist. Lass uns loslegen. Vielleicht haben wir dann ja auch ein paar andere Aufträge, die uns mehr Geld einbringen. Am Kreisverkehr also zweite Ausfahrt nehmen. Mehr, nicht nur mehr Geld pro im Preis-Strecken-Verhältnis her, sondern auch was wir dann im Endeffekt auch auf dem Konto haben. Na schon, wenn wir ein Navi hier im Actros halt auf dem Handy. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir das nochmal. Gut, ist das eine kurze Fahrt. Oslo ist ja groß, das heißt, wir fahren einmal auf der anderen Seite von Oslo wahrscheinlich. Ich glaube, wir dürfen 50. Aber die Fahrbahn ist ja noch ein bisschen nass, im Gegensatz zu jetzt hier gerade draußen. Die Sonne kommt hier gerade draußen auch schon gut rum. Von daher, wir sind ja in Skandinavien, dann machen wir mal lieber das Licht an, ne? Weil ja keine Schafe zahlen. Ja, also zeitlich gesehen nehme ich deutlich später auf, was ich eigentlich geplant habe. Und was so die Sonne betrifft, ist schon mal gut zu wissen, dass sie aktuell erst so gegen 14:30 rumkommt. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Vielleicht auch 14:45 noch. Nimm die Ausfahrt. Also ich bin auf alle Fälle gerade knapp dran, dass ich gleich nichts mehr sehe. Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt nehmen. Okay, vielleicht nicht mit 50, noch eher mit 45. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Okay, ich hatte mehr Schwung drauf, als ich dachte. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Okay, ich hätte. Egal. Ich glaube, ich hätte beim einen reingesollt. Aber irgendwie ist es ja keine Einfahrt und keine Ausfahrt beides, sondern es ist beides.
Also wie gesagt, der Plan hier auf diesem World of Fox Events Profil ist jetzt eigentlich gerade in der Zwischenzeit, wo gerade kein Event ist. Mit World of Trucks Aufträgen. Wie gesagt, hier den Mercedes zu restaurieren und jetzt fahren wir wie viele Kilometer? 343 Kilometer. Schön die E18 runter nach Kristiansand. Mal rundum leuchte. Ja. Genau. Immer geradeaus. Und im Anschluss daran, wenn der Truck dann restauriert ist. Biege nach links ab. Also ich glaube, ich muss ungefähr 500.000 auf dem Konto haben, damit ich dann, wenn ich restauriert habe, noch 100.000 drauf habe. Danach wäre das Ziel, dass man wahrscheinlich, dass ich nicht hier Das Ding ist, Griechenland wurde vor dem Nordic Horizons angekündigt. Diese Ausfahrt. Deswegen wäre es wahrscheinlich smarter, erst im Westbalkan eine Garage zu kaufen, um dann einen Ausgangspunkt zu haben fürs Greece DLC, bevor ich mich dann an eine Garage mache in Skandinavien fürs Nordic Horizons DLC. Da muss ich zugeben, da habe ich auch gerade nicht drauf geachtet. Da habe ich gerade nicht hingeguckt, was war mein Fehler? Sprich, ist jetzt eher gut, ne? Neue Garage kostet ja 180.000. Ein Upgrade würde 100.000 kosten, das heißt, im Endeffekt. Wenn man es mal so sieht, brauche ich ungefähr 1 Million auf dem Konto, um alle drei Sachen zu holen. Und dann auch so ein bisschen Puffer zu haben, falls dann in die Vrent reinkommt, um genügend Geld zu haben, um einen LKW zu kaufen. Wo ihr dann halt selbstverständlich wieder abstimmen könnt. Also die Abstimmung wird es im Grunde genommen, also eigentlich wird es die Abstimmung geben. Also sobald wir dann alle LKWs haben, wird es dann halt nicht mehr so sein, dass ich abstimmen kann, welchen LKW ich mir kaufen soll, sondern halt welchen ich fahren soll. Auch mal wieder Regen zu haben, ne? Hatte ich gerade eben auch in wo ist meine Garage überhaupt? Ich weiß nur, dass ich schnell da wieder reinspawne. Nämlich wahrscheinlich war ich in Rom, oder? Ich war, glaube ich, in Rom, ja. Ja, gut, da. Rom ist ja das Hauptquartier, von daher wird es in Rom gewesen sein, ja. Also in Rom hat es auch geregnet und dann bin ich halt hier rüber. Gut, ich habe keine schnelle Reise gemacht, weil ich meine, wir haben nur noch 87.000. Da wollte ich jetzt nicht irgendwie noch im Grunde genommen das Geld zum Fenster rauswerfen, um per Schnellreise hierher zu kommen, sondern ich habe mich dann einfach teleportiert. Quasi, dass wir den Renault Premium quasi an die Garage liefern lassen haben und uns halt gleich den Actros haben liefern lassen. Wenn man es mal so betrachtet, ne? Um halt die Reise fortzusetzen in Oslo. Immer geradeaus.
Dann werde ich wahrscheinlich gleich hier nach auf alle Fälle, also ich habe es noch nicht gemacht mit dem ATS-Video, dass ich das bearbeitet habe. Das werde ich dann gleich mal machen. Dann ist es auf jeden Fall, gut, dann ist es wahrscheinlich schon 16 Uhr, weil ich damit fertig bin nachher. Vielleicht fange ich auch nur an damit zu. Ja, wobei ich kann anfangen damit zu bearbeiten, wenn es nur 15 Uhr ist, dann kann ich. Weil das mit 15 Uhr ist ja eigentlich nur zum Rausgehen. Vielleicht schmeiß ich auch nochmal eben die Wäsche an und dann bearbeite es währenddessen. Ist ja primär auch nur relevant den Anfang vor allem. Was ich da besonders aufpasse, weil da habe ich ja. Besonders aufpasse, so, ne? Einfach damit nicht so viel Leerlauf ist halt, wo ich dann einfach mal rausgetappt bin und irgendwelche Sachen nachgeschaut habe. Aber dass ich dann auf alle Fälle. Na, wäre gut, wenn ich dann irgendwie draußen im Garten bin oder vorne, dass ich dann. Dass der Rechner dann zumindest das Video schon mal rendert. 70. Fahren wir jetzt mit 50 hier durch. Wir dürfen wahrscheinlich auch mal. Okay, wir dürfen eigentlich mit 70. Wir fahren auch mit 70. Wir können ja mit dem Autopass mit 70 fahren. Okay, ich hätte vielleicht auch die rechte Spur nehmen sollen, die ein bisschen breiter ist, aber okay. No risk, no fun mit der leichten, überbreiten Fracht. Dann hat noch 500 Kilometer, genau 200 Kilometer, 225 oder sowas um den Dreh. Ich weiß auch noch nicht ganz, welchen Truck ich dann als nächstes. Oh Gott, da wollte ich nicht hinblicken. Ich wollte eigentlich rechts blinken, aber ich habe das Gefühl, ich kann dann weiter auf der linken Spur bleiben. Ich frage mich gerade, ob es mir jemals zumindest aufgefallen ist. Also aufgefallen nicht. Aber bestimmt habe ich ihn auch schon einen gesehen, aber also, dass ich hier vorne so einen Autotransporter gesehen habe, der ein kaputtes Auto transportiert. Hier Abschlepper, so heißt das Ding nicht auf Transport. Klar, ich bin auch Autos, aber ist ja eher Abschlepper. Ja, ich bremse ja schon. Wenn der Retarder das möchte. Und dann können wir wieder Gas geben. Ja, da waren es wahrscheinlich Kreditraten. Aber keine. Ja, waren Kreditraten. Ich kann sagen, wenn wir sehen, dass wir weniger Geld haben, dann waren es auf alle Fälle Kreditraten und nicht irgendwie, dass der Fahrer, die Fahrerin eingefahren hat. Ist halt auch 12 Uhr, kurz nach 12, von daher ist der neue Tag auch angebrochen quasi, wo dann Geld abgezogen wird wieder. Leichtes ATS Déjà-vu. Aber das lübt. Ach, auch schon schön mit der Landschaft wieder hier. Ich glaube, ich muss mich rechts halten. Kann das sein? Ich sortiere mich mal gleich nach geraden rechts ein, einfach nur weil
die Schilder mich darauf hingewiesen haben. Bitte rechts halten. Ja. Wo sind wir denn hier gerade? Wahrscheinlich wird's ja, ne, wir sind halt zu weit im... Ja, okay, da wird nichts passieren wahrscheinlich. So, ab nach Christiansand. Jetzt schon mal auf 50. Ist doch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 40 waren oder 45 oder eher die 50. Ich würde sagen, für den Anfang vielleicht die 45. Lauf ein bisschen in der Überbreite. Das war nicht eine starke Überbreite, sondern nur eine leichte, aber sicherheitshalber. Biege nach links ab. Da kommt nichts, von da auch nicht. Getankt werden muss nicht. Da ist die Tankanzeige. Und dann fahren wir nochmal ein paar 100 Kilometer, ja, 140 Kilometer fahren wir jetzt noch über die Landstraße. Schleudern wir mal, ich glaube, wir kriegen heute langsam auf, was Schönes. Aber dennoch hier gerade wieder ausgebremst werden. Da hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun als wir mit unseren 6.500 Kilo. Wir fahren ja gerade nur 40 in der 70er Zone. Ist schon sehr schön mit den ganzen Tunneln und wie lange es zu beschleunigen, weil er bestimmt wirklich wieder abbremst. Die ganzen Fjorden, das ist schon eine super nice Landschaft. Kann man nicht anders sagen. Na, ich glaube, das können wir doch ein bisschen beschleunigen. Weiterhin kommen wir an eine Mautstelle. Könnte sein, dass es dann wieder langsamer wird. Also mit Sicherheit, wenn er jetzt auf 80 beschleunigt hat. Maut bezahlt. Mittlerweile sieht es sogar so aus, dass es Montag, also dass dieser Montag doch ein warmer Tag, also doch wärmer als gedacht. Es war, glaube ich, erst irgendwie bei 17 Grad oder so oder 16, irgendwie sowas um den Dreh, aber jetzt mittlerweile sind wir doch wieder bei 20. Von daher, ja gut, mal schauen, ist auch gut. Es ist eigentlich auch gerade warm draußen, aber merke ich hier von drin zum Glück noch nichts. Wirkt gerade so, als ob ich noch weit unter der 30 bin. Auch wenn ich es gerade nicht ganz sehe, aber hier ist es nicht drückend warm drin. Aber gut, ist ja auch noch erst Frühsommer, ne? Der Spaß, da kommt noch. Okay, ich gehe mal runter auf 50. Wenn es hier weiter so bergauf und bergab geht, dann vor allem bergauf. Na, okay. Ich glaube, ich kann doch wieder ein bisschen
bisschen beschleunigen, aber trotzdem darauf achten, dass er vielleicht da vorne nicht so gerne Gas gibt oder nicht so gerne schnell fährt. Oder es einfach scheinbar nicht kann. Haben wir zumindest auch mal mit dem Actros deutlich mehr, als wir beim Christmas Winterland Event gefahren sind. Da sind wir ja wirklich nur, also ich glaube 2800 Kilometer waren das, glaube ich, die wir jetzt haben mit dem LKW, aber wahrscheinlich mindestens 1000 Kilometer, die kommen von Nicht-Event, quasi vom Event oder quasi von der Zeit zwischen Christmas Winterland Event und Hornards Event, also sprich, ich glaube drei Fahren waren das, oder? Ich glaube schon. Also nicht wirklich viel, aber nicht wirklich viel können wir auch noch gefahren mit dem LKW, aber das können wir jetzt ein bisschen nachholen. Mal gucken, was wir dann, was ich dann fahre, wenn der LKW dann restauriert ist. Ob ich dann mit dem weiterfahre oder ob ich dann switche. Schauen wir dann mal. Ich weiß selber gerade gar nicht, abgesehen von zwei Renault T-Ranges und einem Renault Premium, was nochmal der andere LKW war. Okay, ja, Maut. Das wäre. Ah, der DAF XD, stimmt. Das andere neue Gefährt. Aber hier nicht. Vielleicht setzen wir uns auch da rein. Who knows? Werden wir dann sehen, ob ich überhaupt die Zeit dazu bekomme. Ich vermute ja mal, dass vorher noch ein Event reinkommt. Wobei auf jeden Fall wird es ja, das, also mit Sicherheit wird es zumindest ein ATS-Event geben. Da gibt es ja, ist ja glaube ich, Nebraska gerade. Der nächste Kandidat. Aber das tangiert ja zumindest jetzt nicht unsere Fahrten im Euro Truck Simulator. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass die Farbe sich fängt. Also die Spur aufhört. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, den Blinker zu betätigen. Da sind wir jetzt gleich in Kristiansand. So, schauen, wo die Reise von hier aus gehen müssen wir eigentlich nicht, weil ich weiß gar nicht, wenn. Dann habe ich nächste Woche nochmal noch einen freien Tag, abgesehen von Montag, erst auf dem Kristiansand. 50, oder? Montag auf 30, weil die davon langsamer werden. Und abbiegen. Ja, wieder beschleunigen. Ja, schon, das war Sonntag, ne? Ei, ei, ei. Und
Und davor irgendwie keinen Tag, wo ich nur halb habe oder so, sondern eigentlich nur demnächst links abbiegen. Drei angenehme Tage und zwei Schmutztage. Gut, Sonntag, ich weiß schon gar nicht. Biege nach links ab. Genau, weil, ne, Sonntag, also es dauert jetzt einfach 8 Tage, bis ich wieder die Zeit habe für. Oh, ich wollte mal 2, deswegen brauche ich gar nicht erst dran denken, nach dem Aufruf zu schauen. Dann werde ich dann Sonntag ETS 2 aufnehmen, nächsten Sonntag. Ich weiß nicht, für euch diesen Sonntag. Und höchstwahrscheinlich auch Railroad Corporation. Wo ich immer noch nicht dazu gekommen bin, reinzuschauen. Aber das wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich dann bis dahin eh nicht dazu reinkomme. Nicht viel Zeit dazu finden und mir nehme. Demnächst rechts abbiegen. Ich habe auch vergessen nachzuschauen, ob überhaupt das Video, was ich eigentlich gestern rendern wollte, den einen Teil von zweien, biege nach rechts ab. Ob ich ihn überhaupt gerendert habe. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Rechts abbiegen, ne? Ja. Was halt Ungünstiges. Demnächst rechts abbiegen. Dann habe ich so einen Brocken, den ich wieder da arbeiten könnte. Aber okay. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Wo sollen wir hin? Nach rechts, sehr gut. Rückwärts rein. Weil gerade ich dann am Ende noch was erwische. Nein, andere Richtung. Da wollen wir mal die gute Yacht hier abladen und die 15.000 kassieren. Knapp unter 100.000. Ausgerechnet die Yacht von Oslo nach Kristiansand geliefert. Gefahrenstrecke 367 Kilometer, Dauer 26 Minuten. Verbraucherkraftstoff 127 Liter. Das war der 194. erledigte ETS-2 Weltstagsauftrag. Gut, knapp 16.000 gab es dafür und 619 Erfahrungspunkte. Ja, dann gucken wir noch mal. Wir können auch einfach gleich spaßeshalber mal schauen, was denn so, okay, einfach den Weg zurück, mehr oder weniger, wir können einfach gleich mal schauen, was denn spaßeshalber, wenn wir bei der Werkstatt sind, okay, wir können einfach mal schauen, wie viel Kohle ich überhaupt aufbringen muss, wie viel wir mit wie viel tausend ich mindestens rechnen muss. Ich habe so einfach im Kopf, das kann natürlich auch irgendwie in ATS sein, der weiß ich gar nicht. Aber ich habe irgendwie einfach so 367.000 oder 379.000 im Kopf. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Schon wieder ein bisschen zu früh die Bremse hochgelassen. Biege nach links ab. Damit wir auch ganz genau wissen, was ich aber schon wieder vergessen werde. Rechts abbiegen. Wie viel Kohle es wirklich gerade sind, die wir benötigen. B
biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Dann nehmen wir uns mal die Vorfahrt. Ja. Wir sind fertig. Gucken wir mal einfach nach. Ernsthaft? Wir sind bei vollständige Beherrschung anfragen. Okay, ein bisschen mehr. 385.000. Ja, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Wir haben ein Viertel. Eigentlich muss ich echt die... Einfach, um sicher zu gehen, dass ich das Ganze geschafft bekomme, bevor irgendwie... Das heißt ja hier... Also ich, in 2 Wochen gibt es Griechenland. Oder bevor da halt irgendein anderes Event ist, aber ich dann am besten Fall. Okay, ich könnte mal die Lichter ausmachen, ne? Die rundum leuchte. Ich meine. Manchmal beim Fahrstil vielleicht auch sinnvoll, aber. Also eigentlich müsste ich wirklich schon so von der ersten Seite, wenn jetzt nicht gerade der beste Auftrag ist, wenn jetzt beispielsweise. Hier Bohrsäure über Chlor wäre, dass ich dann doch lieber nach Berlin fahre. Einfach um zumindest den besten, den bestbezahltesten, relativ guten Preisschreckeneinheit-Auftrag, dass ich dann lieber den nehme, um schneller das Ziel zu erreichen, einfach weil potenziell die Zeit. Mir aber sowas von den Nacken haucht. Who knows? Schließlich sind es ja jetzt insgesamt 400.000 für den Actros und im Grunde genommen nochmal 400.000 für 2 Garagen. Wobei die eine Garage eher relevanter ist. Also hier die Balkan. Aber ne, es ist nicht wenig Kohle und die muss man auch erstmal einfahren. Aber gut. Darum muss ich meine Zukunft sich kümmern. Wenn es bis dahin das nicht vergessen hat. In dem Sinne bedanke ich mich für das Buch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.